sagen, ewiges vergelt's Gott. Don Philipp, es ist ein riesiges Geschenk und eine Gnade, dürfen Zeugnis abzulegen von einer Persönlichkeit, die in mein Leben gekommen ist. Ich habe bei einer Frau gewohnt, als ich auf Luzern gekommen bin, wo Hildegard begeistert war. Und mir hat sie das Werk Scivias mit auf den Weg gegeben, mit der Widmung, wo ich dann eine eigene Wohnung hatte. Möge dich das Werk der heiligen Hildegard auf deinem weiteren Lebensweg begleiten. Es hat mich nie mehr losgelassen. Und die drei Bücher, wenn jemand Interesse hat, dürfen das gerne mitnehmen und dann einfach etwas ins Kessel legen. Fürs Missionswerk. Ich habe eben vor 3/4 Jahren habe ich schon mal den Versuch unternommen, Annäherungen an eine grossartige Persönlichkeit zu machen. Und der Don Philipp, grosszügig wie er war, hat gesagt, ja, fang einfach mal an. Es ist gleich, wenn du nicht fertig wirst. Und ich bin nicht fertig geworden. Und ich habe mir jetzt gestern den ganzen Tag Zeit genommen. Ich habe jetzt auch hier die Tour aufgestellt. Ich möchte wirklich die Annäherung, wenn es keinen Überblick gibt, in anderthalb Stunden, habe ich etwas falsch gemacht. Und ich glaube, das letzte Mal hast du mir ein bisschen Druck weggenommen. Aber es ist natürlich so eine riesige Fülle. Die Tausenden von Seiten, die Hildegard während Jahrzehnten von Gott geschenkt bekommen hat und mühselig niedergeschrieben hat. Das können in anderthalb Stunden einfach den Überblick zu geben. Das ist gleich schon eine riesige Aufgabe. Und ich hoffe, dass ich jetzt das schaffe. Und darum gehen wir hier vorwärts. Ich habe hier die Tour. Ich möchte mit dem Gebet anfangen. Lob sei der Dreieinigkeit. Und das können wir ja gerade miteinander mitbeten. Lob sei der Dreieinigkeit, die Klang ist und Leben. Und als Schöpferin aller Dinge, dem Leben von allem zu innerst ist. Und die das Lob der Engelscharen und der wunderbare Spiegel der Geheimnisse ist, den Menschen verborgen, und in allem ist sie das Leben. Und dann haben wir ja den Dreikönigssonntag gefeiert. Das war schon letzter Sonntag. Dreieinigkeit. Ihr seht hier, wir wissen nicht, ob das Schwestern sind, Mitschwestern von der heiligen Hildegard oder Brüder, befreundete Brüder von Trier, wo nachher dann die schriftlichen Visionen in Bilder gefasst haben. Höchste Kunst. Wunderschön. Ihr seht hier Gott Vater, das grosse Rund, wo in seinem Sohn die ganze Schöpfung umfängt und die Welle hier, der Heilige Geist, wo alles in seiner Liebe durchwirkt. Und dann, ganz wichtig, ihr seht, die Bilder sprengen den Rahmen. Man kann es gar nicht fassen. Es ist unfassbar. Aber man kann sich annähern. Und darum passt der Titel Annäherungen an eine grosse Persönlichkeit. Und ich hoffe, dass mir das klingt. Mein Geschenk ist es wirklich. Es ist eine riesige Fülle. Es geht um Gesundheit und Lebensordnung. Und zwar nicht nur Gesundheit vom Körper, sondern von Seele und Geist. Also da ist mal Bewegung drin. Hildegard sagt eben, kreativ sein. Man soll selber tun. Man soll halt sich einmal Zeit nehmen, wenn einem... Es ist halt so. Übrigens, ist es gut, wenn ich Mundart rede, oder soll ich besser Hochdeutsch sprechen? Mein Hochdeutsch ist nicht so hoch. Aber ich kann ja gleichwohl Hochdeutsch sprechen. Ich habe einmal Hochdeutsch gesprochen und dann hat mir eine Person aus Deutschland gesagt, das ist jetzt endlich einmal ein Dialekt, den man versteht.
Also, vielleicht so ist es, glaube ich, nicht schlecht, oder? Hochdeutsch ist es besser für Sie? Okay. Ist okay, nein, mache ich also. Dann eben, es geht ums Trinken und Essen, und zwar ums vollwertige Trinken und Essen. Und das sind natürlich sehr viele Qualitäten, die muss man wissen. Und Hildegard hat von Gott her gesehen, welche Lebensmittel für den Körper zuträglich sind und welche halt nicht. Es freut mich natürlich, seht ein Glas Wein, das ist ein mit wässrigerem Charakter, schreibt Hildegard, der Wein. Er schafft ein frohes Gemüt, belebt die Seele, das Gemüt. Das Bier übrigens auch, aber sie schreibt, das Bier gibt eine gute Haut und einen dicken Bauch. Stimmt auch. Dann das Denken und Danken, der Glaube und die Tugenden. Es ist so eine Ganzheitlichkeit. Laster und Tugenden, 35 Laster und 35 Tugenden aufbauende Haltungen. Das Denken und Danken, das Ora et Labora. Dann Begegnungen, Vorbilder. Hildegard ist so vielen Leuten begegnet. Der Briefwechsel, das wäre ein abendfüllendes Thema. Allein der Briefwechsel, über 300 Briefe, hochinteressant. Dann die Lebensgestaltung. Es hängt ein bisschen mit dem zusammen, kreativ zu sein, selber tun. Hildegard schreibt, wenn du an dieser oder jener Krankheit leidest, geh, nimm, mische, handle, salbe, koche, bereite zu. Sie hat nirgends beschrieben, geh zum Arzt und lass dich behandeln. Sondern sich einmal überlegen, wo könnten die Ursachen liegen für das Problem, das ich jetzt habe. Es stimmt natürlich auch, verachte nicht das Handwerk des Arztes. Aber in erster Linie geht es einmal darum, die Krankheit ist ein Anruf an uns, einmal eine Pause zu halten und zu überlegen, wo könnten die Ursachen liegen. Und vielfach hängt es mit der Lebensgestaltung zusammen. Work-Life-Balance, ihr kennt alle diese Begriffe. Dann, hochinteressant, ausleiten und ausleitende Verfahren und besondere Heilmittel zum Zubereiten. Herzwein, Stimmkräuter, Elixier, Bär, Wurz, Birn, Honig, kennt das vermutlich einige schon alle. Herzwein. Und für mich sehr interessant sind die Blutegel. Neben mir, neben meiner Praxis, war eine Rheumatologin, die hat mir Patienten geschickt, die Blutegeltherapien machen wollten. Und sie hat als Ärztin das quasi begleitet, weil ich selber bin nur medizinischer Masseur. Aber ich habe Haustiere, das sind meine Haustiere, und die setze ich bei mir selber an. Und meine Nachbarin ist das Egelgotti. Sie hat zwar nicht so Freude an ihnen, aber gleichwohl interessant. Dann die Humores, das sind die Lebenssäfte. Die Lebenssäfte, Humor, also achte auf deine Gedanken, es gibt im Talmud, kommen wir dann noch dazu. Hildegard von Bingen sagt, die Gedanken sind die Baumeister deines Lebens. Auf gute Gedanken, positive Gedanken achten, beispielsweise in den Psalmen oder positive Schriftworte, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Fürchte dich nicht, heißt sorge dich nicht. Vielleicht Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen und so weiter. Positive Dinge memorisieren und versuchen, gute, positive Gedanken zu pflegen. Das ist ganz, ganz wichtig, positive Affirmationen. Dann der große Begriff ist die Diskretio. Das Maß, Maßhaltung in allem. Und zwar im irdischen wie auch im geistlichen Leben, Maß halten. Und
Die Bayern sind wirklich unsere Vorbilder am Oktoberfest. Die halten auch ihr Maß. Bier ist gesund, das ist okay, aber dann geht es nachher weiter, das Maß. Dann einfach, wir sind immer noch beim Überblick. Worum geht es im Schriftum der heiligen Hildegard? Es geht um die drei Schöpfungen. Es geht um die erste Schöpfung. Die Bilder sind wunderschöne Bilder von Brady Bart. Wunderschöne Bilder, auf jeden Fall die Schöpfung, die Urschöpfung, dem ganzen Paradies. Dann leider die Spaltung in der Engelwelt, die Versuchung des Menschen, aber schon Gottes Gnade und Liebe in den Pflanzen, in den Tieren, die dem Menschen zugeneigt sind. Dann die Kleider. Gott hat schon in diesem Schmerz den Menschen von Herzen geliebt. Und Augustinus sagt den wunderschönen Satz: Welch glückliche Schuld, die uns einen solchen Erlöser beschert hat. Dann geht es zur zweiten Schöpfung in der Kirche, Abendmahl. Heute das Fest von Leichnam. Sakramente und die dritte Schöpfung, das himmlische Jerusalem, der neue Mensch, die neue Schöpfung, die Wirklichkeit werden soll, das himmlische Jerusalem. Man kann sagen, das sind diese drei großen Themen. Ich hätte eigentlich ganz anders anfangen wollen. Ich hätte sagen können, ich kann das Werk der heiligen Hildegard in vier Begriffen sagen. Es ist faszinierend, vielfältig, philosophisch und phänomenal. Gut, ich bin fertig. Wir sehen uns. Nein, natürlich weiter. Die persönlichen Zugänge, zu denen kommen wir jetzt. Habe ich vorhin ein bisschen gesagt, mit diesen Bewegungen und so weiter, was da alles dazugehört. Das Heilsgeschichtliche, eben diese drei Schöpfungen. Jetzt kommen wir zur geografischen Lage und zu einigen Grundsätzen der heiligen Hildegard. Also die geografische Lage, wenn wir da im Oberalpgebiet Leida Tuma starten, jetzt ist das ein bisschen schwierig, dass man das so sieht, kann man da mit dem Kajak da den Rhein runterfahren, in den Bodensee, da den Rhein runter. Achtung, bei Schaffhausen muss man das Kajak rausnehmen, kommt der Wasserfall da, der Rheinfall. Und da kann man in Basel aber dann wieder runter, Straßburg vorbei, Karlsruhe vorbei. Da sind wir in Bingen. Das ist der Wirkungsort der heiligen Hildegard. Man kann sagen, ist die halbe Strecke von Basel nach Rotterdam. So. Dann hier die Nahe. Das ist noch wichtig, weil hier etwa der Disibodenberg ist. Der Disibodenberg. Genau, wo sie als Kind da, als zehntes Kind dem Kloster zur Erziehung übergeben wurde, der Jutta von Sponheim, eine Reklusin, die war an einem Männerkloster, war sie in Gemäuern drin, hat sie als Reklusin gelebt und man vermutet, es waren Verwandte der Eltern, die heilige Jutta. Und ein anderes Kind, ein anderes adliges Kind, im gleichen Alter von 8 Jahren, wurde dieser Reklusin da übergeben zur Erziehung. Und beide haben nachher dann die Profess abgelegt. Und die heilige Hildegard sagt, das ist ganz wichtig. Das heißt, sie ließ sich einschließen, es war ein freier Entscheid. Die Eltern dürfen niemals entscheiden über den Weg, den das Kind gehen soll. Das muss ein freier Entscheid sein. Genau. Hier von Bingen dann nachher runter bis Andernach, bis Köln, es hat sehr viele Burgen und Schlösser, unter anderem die Lorelei. Der sagenhafte Felsen, der da viel besungen wurde. Genau.
Hier noch einige Bilder vom Thomassee, vom Ursprung des Rheins, dann der Rheinfall Schaffhausen, Mäuseturm bei Bingen und dann der Frachthafen in Rotterdam. Dann einige Bilder, das ist die Taufkirche in Bermersheim, Mechthild und Hildebertus, die Eltern, die gehörten zum Hochadel, waren aber Bauersleute in Bermersheim. Dann das Kloster Disibodenberg, haben wir gesehen, habe ich dort bei der Nahe gezeigt. Das war ein Benediktinerkloster und ein kleines Klösterchen angebaut für die Jutta von Sponheim. Das ist dann immer gewachsen. Und viele adlige Frauen und die Äbte wollten diese adligen Frauen nicht gehen lassen. Weshalb? Genau. Es ging um viele Schenkungen, Besitztümer und so weiter. Aber Hildegard hat von Gott her den Auftrag bekommen, ein eigenes Kloster zu gründen, und zwar auf dem Rupertsberg bei Bingen. Und nachher noch in Eibingen, ein Zweitkloster. Und das ist ein unerhörter Vorgang. Das ist einmalig, dass eine Frau zwei Klöster gründete und dann noch Predigtreisen unternahm und den Mainzer Chorherren ins Gewissen sprach und Äbte und Äbtissinnen, man kann nicht sagen, gecoacht hat als Mentorin. Dann hat sie mit dem Kaiser Barbarossa, mit Königen und Päpsten kommuniziert. Also gigantisch und mit einfachen Mägden und Knechten. Über 300 Briefe, hochinteressant, ihre Methodik, was in diesen Briefen heraus scheint und auch ihre Seelenschau. Die wusste genau, in welchem Zustand, also wenn ich mit ihr einen Brief geschrieben hätte, hätte sie genau gewusst, wie es um mich steht und hätte mir in ihrer Vision für mich die entsprechenden Worte niedergeschrieben. Und darum ist der Briefwechsel so interessant, aber wir kommen jetzt leider nicht groß dazu. Hier ist das Kloster Rupertsberg. Und wenn ihr einmal googelt, schaut einmal, diese prächtige Anlage. Ich habe gegoogelt, ich habe keine so prächtige Klosteranlage gesehen. In allen Räumen, in den wichtigen Räumen gab es fließendes Wasser. Einmalig für die damalige Zeit. Fließendes Wasser, das war ganz, ganz wichtig, auch für die Gesundheit. Dann hat es für Kranke hat es Räumlichkeiten. In Benediktinerklöstern gab es eine Krankenstube, wo Kranke gratis und franco umsorgt wurden. Und interessant war, dass in der Fastenzeit gab es sehr viele Scheinkranke, weil die Kranken vom Fasten ausgenommen waren. Genau. Prägende Grundsätze. Wir kommen gleich zum ersten prägenden Grundsatz. Die Diskretio. Das Maß halten, das ist die typische benediktinische Grundtugend. In allem das richtige Maß. Ist wichtig für irdisches und himmlisches, habe ich vorhin gesagt. Dann, die Gedanken sind die Baumeister deines Lebens. Aufbauende Gedanken pflegen. Positive Affirmationen. Sich einmal in einer ruhigen Minute einen Zettel nehmen und sagen, was sind meine Affirmationen, was sind meine positiven Bausteine, was sind meine positiven Sätze? Ich begegne den Mitmenschen freundlich, offen, humorvoll oder ich weiß nicht was. Ich möchte einige Ziele noch erreichen in meinem Leben, beispielsweise auf einen 3000er oder einen 4000er. Und dann muss ich halt meine Ziele dementsprechend richten. Aber nicht träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum ein Stück weit. Dann baue deinen Leib als wohnliches Haus, damit die Seele gerne darin wohnt. Ich weiß bei mir selber, in der Herbst- und Winterzeit stehe ich nicht gerne auf die Waage, weil es regelmäßig um 7 bis 8 Kilo steigt.
bin ich wieder auf, jetzt von 85 bin ich auf 78 Kilos, ich kann wieder joggen, ich bin wieder gut auf dem Mountainbike unterwegs, habe das Passtouren sind letztes Jahr mit einem meiner Patenkinder über den Brünig und das Jahr, dieses Jahr geht es noch weiter, Brünig, Grimsel und dann Nuffenen und dann den Gotthard. Aber es geht nicht ohne Training, keine Chance. Und ich merke, mit jedem Kilo weniger steigt die Leistung exponentiell an. Ich merke das. Das heißt, ich nehme mir Zeit für die Gymnastik, ich gehe etwas früher ins Bett und gehe am Morgen ein bisschen spazieren. Oder dann sehen die Leute am Anfang noch nicht, wie ich da versuche zu joggen und es klappt nicht richtig, weil mein Atem mag nicht mit. Und wenn ich schon die Turnschuhe anhabe und die Trainerhose und dann ich laufe einfach in der Gegend rum, denken alle, dem stimmt etwas nicht. Und vielleicht haben sie auch recht. Genau. Das ist aus dem Talmud, dieses positive Denken. Könnt ihr vielleicht selber schnell durchlesen. Genau. Warum singen? Es gibt viele Studien, warum wir singen sollten. Wenn ihr, nehmt einmal die Hand hierher, dann, wenn wir das Lied singen, mit den Stimmbändern wird der ganze Körper, die ganze Wirbelsäule, über die Knochen, wird der ganze Körper quasi, gibt es eine, gerät in Schwingung, in eine positive Schwingung. Und darum sollten wir uns Zeit zum Singen nehmen. Und da singen wir jetzt das gerade miteinander. Wir hier sitzen so traulich beisammen und haben einander so lieb, erheitern einander das Leben, ach, wenn es doch immer so blieb. Erheitern einander das Leben, oh, wenn es doch immer so blieb. Es kann ja nicht immer so bleiben, auch viele Leute, also ich arbeite ja noch in einem Altersheim, als medizinischer Masseur darf ich für
Bewohner, Bewohnerinnen, die das wünschen, Behandlungen anbieten und die erzählen mir dann auch, wenn sie das wünschen, singe ich Lieder. Ich habe da einige Lieder memorisiert. Dann sagen sie, das ist so schön, da kommen bei mir Erinnerungen an früher auf. Sie haben so viel gesungen. Am Sonntag ist man zusammengesetzt und hat gesungen. Und heute ist das wie irgendwie vergessen oder verloren gegangen. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Also dass das Singen wie wieder einen Platz in unserem Leben finden sollte. Ja, das ist ein großes Thema. Genau. Wir sind gut unterwegs. Dazu sind wir letztes Mal ja schon überhaupt gar nicht gekommen. Das ist ja super. Ich hätte noch viel auf Lager. Darum ist es gut, wenn wir da zügig vorwärts gehen. Hildegards Lebenswerk kurz gefasst. Ich habe euch ein Handout gegeben. Ihr habt hier auf der Rückseite das ganze Lebenswerk. Auf der Rückseite seht ihr da die Visionsbücher, eben das erste Visionswerk, Zivias. Und ihr seht, das sind 10 Jahre, die Hildegard allein am ersten Visionswerk gearbeitet hat. Schwer mühe ich mich ab. Und wir haben heute die Möglichkeit, einfach dann ein bisschen von ihren Mühen dazu profitieren. Ja. Ich habe dann ein weiteres Blatt abgegeben. Und hochinteressant ist, wenn ihr das auf die Rückseite dreht, als Abschluss dieser Textstellen einige persönliche Worte Hildegards zu ihren Schau. Und da heißt es im zweiten Teil, ganz unten im letzten Drittel, wie es Gott gefällt, steigt meine Seele bei diesem Schauen bald in die Höhe des Firmaments und in die wechselnden Luftzonen. Bald weitet sie sich unter die verschiedenen Völker, seien sie auch weit fort in fernen Gegenden und an unbekannten Orten. Ich schaue all das in meiner Seele und erblicke es nach Art des Wechsels der Wolken und der übrigen Schöpfungsgebilde. Und dann geht es weiter, wie Sonne, Mond und Sterne sich im Wasser spiegeln, so leuchten mir aus dem lebendigen Licht Worte, Werke und manchmal auch die Taten der Menschen gestalthaft entgegen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, allein dieser Text in fernen Gegenden und an unbekannten Orten, das heißt bei Naturvölkern, in China, ja, hat dann Hildegard auch in Afrika, sicher, in fernen Gegenden. All das, was heilsam ist für den Menschen, hat Hildegard geschaut. Und der Heilige Geist hat nicht erst nach Pfingsten gewirkt. Schon am Anfang der Genesis heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über ihr. Alles hat Gott, der Gottes Geist ins Leben gerufen. Und die Begeisterung an Pfingsten, dieser Geist Gottes ist in Hildegards Schrift ganz gigantisch spür- und sicht- und erfahrbar. Allein dieses Heilige Geistgebet der heiligen Hildegard, eines, Heiliger Geist der Lebenschaft. Der Heilige Geist ist lebenschaffendes Leben. Alles setzt er
In Kraft schafft es neu. Grossartig. Ja. Die Sivas, die erste Visionsschrift, 10 Jahre. Es ist eine Anthropologie, was der Mensch soll, was er ist, und ein theologisches Werk. Und ich habe hier auf diesem Blatt einige Textstellen aus den Missionsbüchern. In der ersten Vision hört Hildegard die Worte einer Gestalt, die auf einem Berge sitzt, folgende Worte sagen. Rufe und sage, wie man in die Erlösung, die alles wiederherstellt, eingeht, damit die unterrichtet werden, die, obwohl sie den innersten Gehalt der Schriften kennen, ihn dennoch nicht auszusprechen oder verkünden wollen. Denn sie sind lau und schwerfällig, die Gerechtigkeit Gottes zu beobachten. Ihnen tue die verschlossenen Geheimnisse kund, die sich furchtsam im verborgenen Acker fruchtlos vergraben. Wer könnte das sein? Ergieße dich wie ein überreicher Quell und ströme geheimnisvolle Lehre aus, damit durch die Flut deiner Wasser die aufgerüttelt werden, die um der Sünde Evas willen dich als Frau für verächtlich halten. Hat auch den Mainzer Chorherren ins Gewissen gesprochen. Und die sollten dann die Seligsprechungsakten nach Rom liefern für die Heiligsprechung. Und ich könnte euch vorstellen, dass die nicht gerade sehr erbaut waren, dass sie für ihre Kritikerin die Heilungssprechungsakten zusammenstellen sollten. Wurden x-mal aufgefordert und dann ist dann das in den Papstwirren dann untergegangen. Bis 2012, am 7. Oktober, Papst Benedikt Hildegard offiziell zur Kirchenlehrerin erhoben hat. Und zwar mit allen Schriften. Weil es gibt ja dann immer so ganz fromme Kreise, die sagen, ja, aber die Edelsteine, das ist esoterisches Zeugs. Ich muss den Esoterikern zugute halten. Die haben schon sehr früh gewusst, welcher Schatz in den Schriften der heiligen Hildegard liegt. Aber das ist nicht der Fehler dieser Leute, sondern der Fehler der Kirche, dass sie nicht vorher schon sagten, diese Schriften gehören zum Glaubensgut und zum Heilgut, zum benediktinischen, klösterlichen Heilgut. Und die haben dann halt einzelne Teile rausgenommen und sie nicht im ganzen Kontext gesehen. Dass Gott alle Geschöpfe zum Heil des Menschen geschaffen hat. Man soll sie nicht vergötzen, überhaupt nicht. Aber man soll sie ehren und annehmen. Übrigens auch die Tore im himmlischen Jerusalem, das sind genau diese Edelsteine, die die heilige Hildegard beschrieben hat. Smaragd und Diamant und all diese Steine, hochinteressant. Genau. Hildegard schreibt während der Niederschrift folgende Worte in Form eines Gebetes, welche ihre Schwierigkeiten aufzeigen. Schwer mühe ich mich ab mit dieser Schau. Groß ist meine Furcht, und ich wage nicht, deine Geheimnisse kundzutun. O Vater, voll Milde und Güte, belehre mich, was dein Wille ist und was ich reden soll. Vater, Liebreichster, der du voll bist jeglicher Gnade, verlasse mich nicht, sondern bewahre mich in deiner Barmherzigkeit. Es ist auch ein Brief an den heiligen Bernhard von Clair, was sind mehrere Briefe, an den heiligen Bernhard von Clair, wo überliefert, wo Hildegard ihr Schreiben und ihre Visionen direkt von ihm abhängig macht. Und sagt, der heilige Bernhard war der versteckte Papst dieser wirren Zeit gewesen. Und er sagt, wo eine so große Belehrung besteht, muss nicht ich noch Dinge vorgeben, schreibe ruhig weiter.
Und ein Schüler vom heiligen Bernhard von Clairvaux, Papst Eugen III., war ein Schüler von Bernhard von Clairvaux, der hat auf der Synode von Trier 1147 die Schriften der heiligen Hildegard in den Händen gehalten, hat daraus vorgelesen und die wurden dann noch überall verbreitet und wurden mit Begeisterung in diese Bistümer hinausgegeben. Und auf diesen Augenblick warte ich bis jetzt noch, dass man diese Schriften wieder mit Freude in die Bistümer hinausgibt. Wie in Taiwan, in Taipei, wird an unserer Universität wird das gelehrt. Aber bei uns im Westen ist es schwierig, hartes Pflaster. Und dann Hildegard, seht ihr hier, ganz interessant, das sind Wachstafeln. Da schreibt sie drauf. Und Mönche, Gottfried und später dann der Mönch Vollmar von Disi Bodenberg, haben ihr ungeschliffenes Latein einfach korrigiert, aber nichts anderes dazugefügt. Und das Interessante ist bei diesen Wachstafeln, das kann man wieder eingießen und kann wieder neu schreiben. Schreiben, wieder eingießen. Also ein hervorragender CO2-Fußtritt. Ja, aber wie gesagt, sind wir beim Thema, genau. Dann das zweite Visionswerk, Liber Divinorum Operum. Drei Jahre Wechselgespräch zwischen unter anderem zwischen 35 Gotteskräften, Virtutes und Lastern Vitia. Wir hören mir ein Textbeispiel. Das Laster Amor Secoli, die Liebe zum materiellen Reichtum. Alle Reiche der Erde halte ich fest mit ihren Blüten und ihrem Schmuck. Warum sollte ich vertrocknen, wenn ich ja die ganze Grünkraft besitze? Warum sollte ich wie im greisen Alter leben, während ich in der Jugend blühe, alles ausprobieren? Warum sollte ich den schönen Blick meiner Augen in Blindheit überführen? Wenn ich das tun würde, müsste ich erröten. Solange ich die Schönheit dieser Welt haben kann, werde ich sie gerne festhalten. Ballermann, Mallorca und so weiter. Ein anderes Leben ist mir unbekannt, von dem ich wer weiß was für Fabeln höre. Alles genießen. Ihr entgegnet die Tugend der Amor Celestis, der himmlischen Liebe. Du befindest dich in einer großen Torheit, weil du in der Asche das Leben zu haben wünschst und nicht das Leben suchst, das in der Schönheit der Jugend niemals verwelkt und im Alter niemals vergeht. Du entbehrst jeglichen Lichtes und bist in schwarzem Dunst. Wie ein Wurm wickelst du dich in den Willen des Menschen. Auch lebst du nur einen Augenblick lang, Vergnügen um Vergnügen. Dann vertrocknest du wie Heu und stürzt in den See des Verderbens. Dort wirst du mit all deinen Umarmungen enden, die du in deinem Gutdünken Blumen nennst. Ich aber bin die Säule der himmlischen Harmonie und strecke mich nach aller Freude des Lebens aus. Ich weise das Leben nicht zurück. Vielmehr zertrete ich alles Schändliche, wie ich auch dich verachte. Ich bin nämlich der Spiegel aller Gotteskräfte, in dem sich jeder Getreue klar betrachten kann. Du aber rennst auf nächtlichem Weg und deine Hände bewirken Untergang. Und so ist jede dieser 35 Tugenden und 35 Laster sind in einem lebendigen Dialog. Und wir erkennen so klar die Zeit heute. Die sind genau diese Sprache, wird gesprochen. Jetzt allein dieses Beispiel. Auch für die anderen Laster. Geiz, Habsucht und so weiter und so fort. Hochinteressant, es ist wie ein Gewissensspiegel oder ein Training, wo man sich ein bisschen findet und in welche Richtung, dass man das Leben eigentlich entwickeln sollte. Und hier sehen wir Zeugungsgeschehen, Beseelung. Hier ist das Zeugungsgeschehen, Männer und Frauen, die ihre Schalen, Brotschalen oder Früchteschalen da kommen und die mischen. Und der Teufel, der da schon
Seht ihr da, liegt er da in diese Schalen? Seine Erbschuld. Es ist eigentlich, die Hildegard schreibt auch von der Zeugung in einer Natürlichkeit, unglaublich, also ganz natürlich. Sie war auf dem Bauernhof, hat sie das Leben erlebt, die Paarung der Tiere, die Geburt. In einer Natürlichkeit beschreibt sie auch den Zeugungsvorgang und beschreibt aber auch, wie wichtig das ist, der Seelenzustand der Eltern. Eben gerade deshalb. Es ist wichtig, dass Ehepartner im Zustand der Gnade leben. Hochinteressant. Weshalb? Ja, wer von euch malt Aquarell? Ja, wie wollt ihr mit schmutzigem Wasser eine reine, keine Chance? Oder eine verschmutzte Farbe, ein verschmutztes Gelb? Keine Chance. Das geht nicht. Man muss reines Wasser, reine Farbe, sonst kann ich kein schönes Aquarell malen. Klar kann man nachher Farben mischen, aber wenn ich eine reine Farbe haben will, keine Chance. Und nachher hier der Lebensweg, also hier ist die Beseelung dann beschrieben da. Gnadenstrahl Gottes da, Beseelung des Kindes im Mutterschoß. Dann der Lebensweg des Menschen. Seht ihr da diese Dämonen, die den Menschen da fesseln wollen, da am Hals? Schieben, ziehen. Dann in der Kälte. Schmerzen, Bedrängnisse. Weiter Kämpfe, Krämpfe. Dann hier der Mensch, der Gottes Berg des Heils ersteigen will, im Gebet, im Gnadenfluss. Und dann hier schlussendlich geschützt im Zelt der Gnade, im Zelt des Gebetes, wo die Pfeile des Bösen abprallen. Da. Seht ihr da? Wir kommen zur dritten Missionsschrift. Am längsten, 11 Jahre, Liber Divinorum Operum, vom Werkwirken Gottes. Ich habe dir auch ein Beispiel da. Als ich in meinem 65. Lebensjahr stand, schaute ich eine Vision von solch hoher Geheimnis- und Machtfülle, dass ich in meinem ganzen Sein erbebte und daher infolge der Gebrechlichkeit meines Körpers krank zu werden begann. Und Gott spricht zu ihr, o du armseliges Gebilde, von vielen schweren körperlichen Gebrechen ausgekocht. Was du mit deinen inneren Augen siehst, das vertraue der es festhaltenden Schrift an zum Nutzen der Menschen, damit sie durch dies Geschriebene ihren Schöpfer erkennen und sich nicht länger dem entziehen, ihm in gebührender Ehrfurcht zu huldigen. Denn wie ich den Menschen schon voraus wusste, bevor er als Geschöpf da war, so sah ich auch die Dinge voraus, die ihm Not tun. In diesem Werk stehen so viele himmlische Wahrheiten und Weisheiten, die wie symphonische Musik erklingen und unsere Seelen weiten, leicht und Licht machen. Da hören wir Gott, ich, feuriges Leben göttlichen Urwesens, flamme hin über die Schönheit der Ackerfluren, leuchte in den Gewässern, brenne in Sonne, Mond und Sternen mit luftigem Windhauch, unsichtbarem, die Fülle erhaltendem Leben, lasse ich alles zum Leben schwellen. Luft lebt ja in Grünkraft und Blüten, Wasser fließen wie lebendig dahin. Die Sonne lebt auch in ihrem Licht, auch die Windkräfte, die milden und die gewaltigen. Ich also bin die verborgen in diesem allen ruhende feurige Kraft. Sie alle brennen durch mich, wie das Atmen ohne Unterlass den Menschen belebt und wie im Feuer sich brausende Flamme erhebt. All dies lebt in seinem eigenen Sein, kein Tod ist darin, denn ich bin Leben. Auch bin ich Vernunft, die über den Hauch tönenden Wortes verfügt, durch welches alle Kreatur geschaffen wurde, Menschen.
in den er aller Kreaturen Maß einzeichnete. Hier haben wir da diese Schöpfung da, belebt vom göttlichen Licht. Man kann sagen, das ist der Säugling, der sich da erhebt, wieder ruht, arbeitet in der Fülle des Lebens, im Herbst wieder müde wird, ein bisschen arbeitet, und dann wieder Kreislauf. Ist, glaube ich, ein Bild von Giovanni Segantini, Lebensphasen, vom Säugling, der liegt in der Vollkraft des Menschen und dann wieder der alte Mensch, der auch wieder liegt. Und dann der Mensch. In Gott Vater, der in seinem Sohn die ganze Schöpfung umfängt, sein liebendes Geschöpf als Abbild Gottes, der Mensch, der im Zentrum der Erde steht und fruchtbar werden soll, durchstrahlt vom Heiligen Geist, diese Goldstrahlen da. Und hier seht ihr die Erlösung, seht ihr da den durchstochenen Fuß von Jesu, Nagelwunde. Und hier schon das Heilskleid, das verherrlichte, das auferstandene Kleid. Und nachher hier, also ich finde da allein diese Bilder, das ist die höchste Kunst, wie diese Mönche oder diese Mitschwestern der heiligen Hildegard ihren Text da vergeistigt dargestellt haben. Höchste Kunst. Und hier diese Vierteilung sind die vier Elemente. Sommer und nachher Sommer, Herbst und Winter. Und dann hier diese Belebte, diese Tiere, diese verschiedenen Winde. Und die heilige Hildegard hier unten klein, die diese gewaltigen Visionen schaut. Zitternd und zagend schaue ich all diese Visionen und wage kaum, das alles zu sehen und niederzuschreiben. Und an einer anderen Stelle schreibt sie, ich alte Frau werde, wenn ich all diese Visionen schaue, wieder wie ein junges Mädchen, das zu hüpfen und zu hüpfen beginnt und Freude hat. In dieser Gnadenfülle zu stehen, all das vermitteln, sehen und mit vermitteln zu dürfen. Genau, dann haben wir Cause et Cura, die Physica. Da habe ich jetzt da nichts groß aufgeschrieben dazu, aber das kommt jetzt da gleich. Dieses Schöpfungsbild ist ja auch interessant, das war das erste. Der dreifaltige Gott, der auch in Propheten diese hellen Sterne da schon Gottes Menschwerdung ankündigt, Sonne, Mond, dann die Elemente hier drin, das Feuer der Liebe Gottes, die alles umfängt, und ihr erinnert euch im vorgehenden Bild Jesu Liebe, die alles umfängt, und hier sind es das ist eigentlich das vorhergehende Schöpfungsbild, also diese Eiform. Auch die Liebesflammen Gottes, die da alles umfangen, und leider auch schon das Dunkle, das die Menschheit und die Erde umgibt, dass wir mit unseren Tugenden und durch Gottes Gnade besiegen sollen. Die Erde ist der Kampfplatz, und das hören wir Menschen heute halt nicht mehr gern. In der Theologie ist der Teufel schon längst verabschiedet worden, Abschied vom Teufel und ich weiß nicht was alles. Aber Hildegard sagt ganz klar, die Welt ist der Bewährungsort. Wir müssen uns zwischen Gott und dem Satan entscheiden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Für unsere Ohren, zart beseiteten,
ein Schrecken. Aber es ist leider so. Und jeder Mensch spürt doch, entweder bin ich in Gottes Gnade und wachse und reife, oder ich bin belastet von Lastern, denen ich mich hingebe, bewusst und unbewusst, die mich fesseln. Es gibt da ein ganz einfaches Bild. Jetzt müssen wir einfach diesen Pfeil da nachschauen. Es gibt die Spirale des Bösen, aber es geht runter, ist alles einfach. Aber am Schluss wird es immer enger. Und am Schluss bin ich gefangen. Ganz anders ist der Weg der Gnade. Ich bin gefangen, aber ich kämpfe mich hinauf. Es geht Treppe und Treppe rauf und ich sehe immer weiter. Und ich komme plötzlich neue Dinge in den Horizont und ich fühle mich befreit. Es ist genau der umgekehrte Weg. Die Spirale, die uns fängt, oder der Weg, der uns befreit. Und das ist der Weg der Tugend oder des Lasters. Ganz einfach. Dann die Elemente. Wasser, Sonne, Erde, Wind, ich weiß jetzt nicht genau, wie das dargestellt ist, ob das hier ist, keine Ahnung. Oder hier, der Wind. Auf jeden Fall, die vier Elemente sind da auch dargestellt. Und nachher die Propheten da, die Sterne, die uns da leuchten. Und Gottes Sonne, der Gerechtigkeit, der Liebe, der Güte, die alles zum Klingen und Singen bringt. Und jetzt sind wir auch wieder im Buch Physica, Cause et Cure. Das ist zwischen, auch in 10 Jahren entstanden, noch kurz vor Ende der Niederschrift der Scivias. Man sagt etwa von 1150 bis 1160 sind diese naturheilkundlichen Werke entstanden. Zuerst war es nur ein Buch, Liber Naturarum, Creaturarum, Diversarum. Das wurde nachher aufgeteilt in die Physica und Causa et Cura. Die Physica ist eine Naturlehre, Causa et Cura ein Heilbuch, Heilmittelbuch. Und hier haben wir den Winkel. Und da heißt es über den Dinkel: Wo habe ich den Dinkel? Dinkel, genau. Aus diesen heilkundlichen Schriften wählte ich die 3 Universalheilmittel, 3 Nahrungsmittel, die zu 100% gut, gesund und bekömmlich für uns Menschen sind. Vom Urdinkel schreibt Hildegard, Urdinkel, Spelt, ist das beste Getreide und er ist warm, fett, reichhaltig und wohlschmeckender als andere Getreidesorten. Er verleiht dem, der ihn isst, rechtes Fleisch und rechtes Blut, sowie einen frohen Sinn und Freude im Gemüt des Menschen. Womit immer er gegessen wird, sei es im Brot oder in anderen Speisen, er ist gut und wohlschmeckend. Wenn jemand so schwach ist, dass er vor Schwäche nicht essen kann, dann nimm ganze Dinkelkörner, koch sie in Wasser und füge Schmalz oder Eidotter hinzu, sodass sie wegen des besseren Geschmacks gern gegessen werden können. Gib das dem Kranken auf diese Weise zu essen und es heilt ihn innerlich wie eine gute und gesunde Salbe. Und da haben viele schlaue Physiker und Chemiker den Dinkel untersucht. Und er hat sehr viele wertvolle Mineralstoffe und hat eine Zusammensetzung in einem so ausgewogenen Maß, dass es eigentlich sehr erstaunlich und verwunderlich ist. Aber ich habe jetzt diese Darstellung hier nicht. Ich habe hier zur Seite, mache ja auch Tagesseminare zu verschiedenen Dingen und dann kommen dann solche Kopien zum Einsatz und sind in den Kursunterlagen.
Heilsame Ernährung, Verdauung, Ausscheidung ist das jetzt ein Thema, wo der Dinkel dann behandelt wird, etwas ausführlicher. Dann haben wir ein anderes Universalheilmittel, der Fenchel in all seinen Formen, in den Körnern, beispielsweise morgen Zähne putzen, kaltem Wasser ausspülen, einige Fenchelkörner, schafft ein gutes Mund- und Magenklima. Und Hildegard sagt auch, dass er die Augen klärt. Nicht gewusst, aber es ist so. Dann heißt es vom Fenchel: Der Fenchel hat eine sanfte Wärme und ist weder trockener noch kalter Natur. Auch roh gegessen schadet er dem Menschen nicht. Wie immer er gegessen wird, macht er den Menschen froh, ja, schon wieder, und bringt ihm sanfte Wärme und guten Schweiß und bringt ihm eine gute Verdauung. Auch sein Samen ist warmer Natur und nützlich für die Gesundheit des Menschen, wenn er in Arzneien, anderen Kräutern beigefügt wird. Denn wer täglich nüchtern Fenchel und dessen Samen isst, bei dem vermindert er durch seine gute Wärme und seine guten Kräfte das schlechte Phlegma und die Fäulnisprodukte und vertreibt den Gestank aus seinem Atem und lässt seine Augen klar sehen. Vielleicht esse ich zu wenig Fenchel. Anschließend werden Zubereitungen gegen folgende Krankheiten beschrieben: Schlafprobleme, Augenbeschwerden, Katarrh, Magenbeschwerden, Melancholie, Verdauungsbeschwerden, Hodenschwellung, schwere Geburt, allgemeine Schwäche. Aber es ist auch eine sehr schöne Pflanze. Hoppla. So schön. Also, ich habe da einmal ein Lager geleitet und dachte, ich muss den Kindern etwas Gutes tun und ich möchte für sie etwas Fenchel kaufen und ein Fenchelmenü noch ein bisschen. Und die Küche hat das gemacht und die Oberstufenschüler, die rümpften nur die Nase. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht so viel Fenchel gegessen wie nach diesem Mittagessen, wo nicht so viele Resten waren. Also ich habe eine richtige Überdosis Fenchel abgekriegt, aber es hat mir nicht geschadet. Dann Maroni. Vom Maronibaum schreibt Hildegard, alles, was an ihm ist, ist nützlich und auch seine Frucht ist nützlich gegen jede Krankheit, die im Menschen ist. Der Mensch aber, der gichtbrüchig ist und davon jähzornig wird, weil die Gicht immer mit Zorn verbunden ist, soll die Blätter und Hülsen der Frucht des Kastanienbaums in Wasser kochen und sich mit diesem Wasser oft ein Dampfbad bereiten. Das Dampfbad vermindert seine schlechten Säfte. Anschließend werden heilsame Zubereitungen bei folgenden Krankheiten beschrieben: Viehseuchen, Magenproblemen bei Pferd, Rind, Esel und andere Haustiere. Stärkungsmittel für Menschen, Kopfbeschwerden, Herz, Leber, Milz und Magenbeschwerden. Ja? Es ist wieder einmal Zeit für ein Lied. Ich bin sehr gut drin mit der Zeit. Das muss ich jetzt sagen. Ich weiß nicht genau, wie die Griffe sind. Ich habe mir da ein Foto gemacht.
dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. Danke für ein Hilfen und Nähe, du die Menschen liebst. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halte mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Genau. Ich habe vom Briefwechsel gesagt, es sind über 300 Briefe. Hier haben wir eben den Kaiser Barbarossa, ein Stauferkönig. Und dieses Stauferreich reichte von der Nordsee bis nach Sizilien. Das ganze Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Und ist eigentlich interessant, die EU ist wieder in dieser Sehnsucht, dieses große römische Heilige Reich deutscher Nationen, das ist nie verschwunden. Diese Sehnsucht nach Größe, leider ist es so, dass die EU, die Gründerväter, waren sehr stark noch vom christlichen Glauben geprägt. Heute ist es nur noch eine Wirtschaftsunion, leider. Sehr, 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 sehr schade. Der zweite Brief, das zweite Briefbeispiel an den, diese Bodener Abt Hellinger und Hildegard von Bingen. Und noch der dritte Brief, dritte Möglichkeit wäre vom Sekretär Gottfried an Hildegard. Das ist ein absoluter Fan der heiligen Hildegard. Jetzt sage ich, Dom Philipp, du darfst sagen, oder Schwester Isabel, Ladies first. Du kannst sagen, 1, 2 oder 3, dass ich da ein solches Briefbeispiel vorlese. Ich habe schon gesagt, dass es ein ganzer, ein ganzer Vortrag allein über den Briefwechsel, über jedes Thema. Es ist, kann ich es nur antippen, aber dass man so ein bisschen hört, wie es in diesen Briefen tönt. Kannst du sagen 1, 2 oder 3? 3. Gut. Der Brief des Sekretärs Vollmar ist im Auftrag der Schwestern vom Rupertsberg an ihre kranke Äbtissin geschrieben worden. Und er zeigt, wie spannend Hildegard von Bingens Lehrstunden gewesen sein müssen. Und die Schwestern erahnen schon die Bedeutung der Schriften ihrer Äbtissin. Da schreibt der Sekretär Vollmar: Obwohl wir dich täglich mit unseren Augen sehen und hören, so wird doch einmal für uns die Stunde der Trennung schlagen. Wir werden dich unter Tränen suchen und nicht mehr finden. Wo bleibt aber dann die Antwort auf unsere Fragen? Wo die Auslegung der Schrift? Wo der Laut der noch nie gehörten Sprache? Wo die Reden an den Festtagen der Heiligen? Wo der Hinweis auf das Los der Verstorbenen? Wo die Unterweisung über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Wo die Belehrung über die Wunder der Natur? Welch unermessliche Gaben hat dir Gottes Barmherzigkeit verliehen? Doch du weißt das besser als wir. Deshalb wollen wir Gott bitten, er wolle dir Gesundheit und Geisteskraft verleihen, damit die Gnade, die er über dich ausgegossen hat, der ganzen Kirche zugute komme. Der ganzen Kirche zugute komme. Es war, glaube ich, Kardinal Marx, der am Festtag der Erhebung der heiligen Hildegard zur Kirchenlehrerin
am 7. Oktober 2012 war ich auf dem Petersplatz mit dem heiligen Johannes von Avila. Er wurde auch zum Kirchenlehrer und die heilige Hildegard zur Kirchenlehrerin erhoben. Da hat der Kardinal Marx, soviel ich weiß, gesagt, und jetzt geht ein Ruck durch die deutschen Lande. Aber eben auf diesen Ruck müssen wir noch ein bisschen warten und für diesen Ruck beten, weil die Schriften der heiligen Hildegard für alle Menschen eine riesige Chance und Bedeutung haben. Egal, ob einfacher Gläubiger oder Gläubige, ob Arzt, Apotheker oder Drogist, oder Lehrer, oder Papst, oder Bischof, oder Priester. Diese Schriften sind so voller Weisheit und Seelenbalsam, der unbedingt gehoben werden müsste. Dann sehen wir die vier Predigtreisen der heiligen Hildegard. Jeder dieser Reisen ist etwa 400 Kilometer lang. Von Bingen da hoch Köln bis nach Lüttich, ein anderer über Mainz, Würzburg nach Bamberg. In den Süden, Speyer, Maulbronn, Hirsau bis nach Zwiefalten, das ist schon nahe am Bodenseegebiet. Dann hier nach Trier, Metz, Krauftal. Und Gott hat der heiligen Hildegard gesagt, sie solle diese Reisen machen, Äbte, Äbtissinnen bestärken in ihrer geistlichen Leitung. Unerhört. Das hat es nie in der ganzen Kirchengeschichte gegeben. Stabilitas loci als Benediktiner, die bleiben in ihrem Kloster. Fertig. Hildegard von Bingen hat Klöster gegründet, hat diese Reisen gemacht, hat den Mainzer Chorherren ins Gewissen gesprochen, hat für Land und Volk auch von den Katharern, von diesem Ketzerorden gewarnt. Es hat auch dazu mal sehr schwierige Situationen gegeben, Investiturstreit, wer setzt Bischöfe ein und so weiter, wer verleiht diese Würden, wer wählt den Papst und Bischöfe. Dann die Simonie, der Ämterkauf war ein großes Thema, es waren ganz bewegte, schwierige Zeiten und darüber Hochmittelalter, hochinteressant. Eine Annäherung könnte man auch im geschichtlichen Bereich sagen. Es sind die ersten Universitäten entstanden aus diesen Domschulen. Dann das ganze Straßenwesen. Die Römer hatten ja super Straßen, im Mittelalter ist alles zusammengebrochen. In den Städten und kurz um die Städte hat es schon so gute Straßen gegeben, aber sonst war es sehr schwierig, was wir gleich sehen. Seht ihr da eine mittelalterliche Stadt? Und nachher waren das nur so mehr oder weniger Trampelpfade und mit Wegelagerern und Überfällen und wenn es geregnet hat, ganz schwierig. Und Hildegard war mit einem Rossknecht unterwegs, weil sie schwächliche Natur hatte, mit einer Mitschwester, hat dieser Knecht dann diese Rosse dann auch gefüttert und irgendwie gab es ja auch dann irgendwie das Zaumzeug wieder zu reparieren. Also 400 Kilometer auf solchen Trampelpfaden und zum Teil auf Weidlingen Wegstrecken auf den Flüssen gefahren. Also es war sehr abenteuerlich. Dann die Lieder. Ordo Virtutum ist ein Singspiel, das in der Klosterkirche aufgeführt wurde mit diesen Tugenden und Lastern, um dem Volk zu zeigen, sie geistlich zu erbauen. Dann haben auch verschiedene Klöster die heilige Hildegard gebeten, Lieder zu komponieren, über Heilige beispielsweise. Und das sind, glaube ich, etwa 77 Lieder da entstanden. Und zwar haben diese Lieder den damaligen
Tonumfang um mehr als das Doppelte gesprengt. Und vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir dann noch ein Lied hören. Ich mache darum schnell vorwärts da. Dann ist das die geheimen Schriftzeichen. Dass man sagt, das sind die Urlettern der Schöpfung, wie alle anderen Sprachen entstanden sind. Die Sprache Gottes und der Engel. Vor der babylonischen Sprachverwirrung. Dann hat sie eigene Wortlisten geschrieben in dieser Sprache. Also gigantisch, ich weiß nicht genau, wo sie all die Zeit hergenommen hat mit den Briefen und mit den Visionsschriften und auch die Besucher, die da gekommen sind, mit der, das, die Klosterleitung und so weiter. Da kommen wir dann noch weiter zum dritten Punkt. Das ist mein Herzenswunsch an euch, aufzusteigen, Schritt um Schritt. Das ist die Morgenstimmung am Blümli-Salpor. Und es ist meine Sehnsucht, das Morgenrot einer neuen Zeit erleben zu dürfen, in der die Menschheit wieder heilsame Tropfen in den Schriften von Kirchenlehrern und Lehrerinnen neu entdeckt, damit unsere kleine und große Welt zu einer neuen heilsamen Tugendhaftigkeit aufersteht. In der Regel des heiligen Benedikt steht im einleitenden Prolog: Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Das gesamte Schrifttum dieser großartigen Frau verströmt Heil, Heilung und ganzheitliches Glück. Obwohl sie selbst häufig krank, schwach und angefochten war. Hildegards bestes Rezept sieht sie in der Reue als demütige Umkehr und Hinwendung zu Gott, egal in welche lasterhaften Sünden und Verstrickungen ich mich verhandhaben sollte. Diese Leuchtgestalt für unsere mit vielen Gewitterwolken behangenen Zeit beschreibt die Reue in vielen Variationen als wunderbarstes Mittel, um in die liebenden Arme unseres himmlischen Vaters zurückzukehren, wo sich alles ordnet. Und dazu brauchen wir gute Begleitung, weise Hirten und geistliche Mütter und Väter. Ich erkläre warum. Wichtig ist der erste Schritt, der erste Höhenmeter, eine Entscheidung, jawohl, ich will aufsteigen, vielleicht in einer lieben Gemeinschaft. Aber da geht es, bevor ich mich auf den Weg mache, muss ich auch mal die Ausrüstung haben. Und im geistlichen Leben braucht es, wie auf Hochgebirgstrauchen, braucht es Bergführer. Wo das herführt, haben wir jetzt wieder gesehen, hier, bei der Arolla auf Zermatt, da, die Othut, geht man einfach los. Nicht mit einem Nopi-Wachsack. Einfach, dass man schnell ist, wenig Gewicht hat. Tut Wetterdings ignorieren. Im Hochgebirge mag es kein Fehltritt leiden. Nichts! Oder mal, das mag es sein, aber dann ist man tot. Oder schwer verletzt. Im Leben sagt man, ja, dort ein Fehltritt. Und ja, dort ist, macht nichts. Ja, dort noch eine süße Versuchung. Und dort noch, ich weiss nicht, was alles. Kommt nicht drauf an. Nein, es kommt sehr, 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 sehr wohl drauf an. Dann gute, hilfreiche Begleitung suchen und finden. Es braucht kompetente Bergführer. Und wenn ihr jemanden mal will, ein bisschen googeln, bei Janik Glatthardt, ist ein ganz toller Bergführer, ein toller Charakter, mega kompetent, tut die neue Route begehen, tut sich auf die Leute einlassen. Und da sind wir hier am Abseilen, hier auf den Blümlis-Alp-Gletscher. Und nachher, dann war es dann der Aufstieg gewesen. Ja, dann kommt man an steile Flanken. Es braucht Gebet. Vor einer Tour, bei der Tour, nach der Tour danken. Und es braucht eine Sehnsucht, himmelwärts zu gehen.
Und eine Bergtour ist wirklich, man muss nicht, es langt auch auf Trigi oder auf den Pilatus. Es geht nicht um die Höhe, aber es braucht Sehnsucht, himmelwärts zu gehen, mal auf einem Gipfel noch das wunderschöne Panorama zu sehen. Oder hier auf Mitte. So schöne Erlebnisse in nächster Nähe. Aber man muss sich auf den Weg machen, man muss den ersten Schritt machen. Gedanken sind die Baumeister deines Lebens. Und dann gibt es Grotwanderungen, wo es auf beiden Seiten das Loch abgeht. Und da oben ist der Gipfel. Ich sehe, ist da nicht so wahnsinnig schön da? Und am Gipfel haben wir uns am Gipfelkreuz gesichert. Ein Erlebnis, das ich mein Leben nie mehr früher vergessen. Wir müssen uns am Gipfelkreuz sichern. Auf schwierigen Bergtouren, wenn es doch dann überall das Loch darab geht, wenn man noch dann einfach will, Sicherheit noch ein bisschen die Aussicht geniessen, lohnt es sich, wenn es einfach exponiert ist. Wir müssen uns sichern. Zu stürzen, ja gut, die andere Variante ist, ich wohne und nehme den Absturz in Kauf. Und da wissen wir ja, es gibt immer wieder Unglücke, die man nicht kann voraussehen kann. Das stimmt. Aber was in unserer Hand ist, müssen wir alles Mögliche machen, dass wir uns sichern können. Auch im Glauben, da haben wir das Sakrament, wir haben die geistliche Begleitung von Frauen und weisen Männern und Frauen. Und das ist, die Hildegard ist Ganzheitlichkeit. Es ist ein Lebensprogramm mit vielen Facetten. Leben besteht aus vielen Puzzleteilen, wenn es gelingen und heil werden soll. Heil meint übrigens Ganzheit, Vollständigkeit, Unversehrtheit, also jene Gesundheit für Körper, Geist und Seele, die Gott für uns im Paradies vorgesehen hatte. Als Hildegard starb, gab es himmlische Lichterscheinungen über dem Rupertsberg und an ihrem Grab gab es so viele Wunder, dass der Menschenstrom nach der Umbettung in die Klosterkirche nicht mehr enden wollte. Hildegard sprengte selbst nach ihrem Tode den normalen Rahmen. Es ist genau das, was ich mir auf die Fürbitte der großartigen Kirchenlehrerin zur Gesundung unserer kranken Welt von Herzen wünsche. Mit Vorträgen wie diesem möchte ich meinen ganz kleinen Beitrag dazu leisten. Bitten wir im abschließenden Lied um Gottes Segen für uns, unsere Lieben, unser Land und die ganze Welt. Das könnt ihr sicher, das Lied. He? Wir möchten die zwei Kanonen, ich tue dann noch die dritte einstimmen. Also, wir singen es einmal durch und dann könnt ihr sie einsetzen und dann ihr und dann tue ich nicht. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Wohlstand sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen, viel Glück und viel Segen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Wohlstand sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen. Und ich habe es geschafft. Und es gibt jetzt noch eine Zugabe. Und zwar habe ich hier noch eine PowerPoint-Präsentation. Jetzt muss ich den Bildschirm wechseln. Ja, von Anfang an wiedergeben.